Und jeder ist irgendwo ein Gangster. Ihr seid alle Gangster, wenn ihr 20, 30 Leute seid. Weißt du, was das Komische im Leben ist? Die Berliner denken, das sind die Besten. Die Nürnberger denken, das sind die Besten. Die Hamburger denken, das sind die Besten. Jede Stadt denkt, das sind die Oberfighter. Die Stadt macht dich nicht zu einem Fighter. Und jeder ist irgendwo ein Gangster. Ihr seid alle Gangster, wenn ihr 20, 30 Leute seid. Als erstes müsst ihr Respekt lernen. Warum rede ich immer wieder vom Respekt? Respekt ist die oberste Stufe im Leben. Ohne Respekt wird nichts hinhauen. Ob eine Beziehung oder einem Verein oder eine Familie, Respekt muss immer da sein. Anhänger sind 90-95% top. Aber da gibt es diese 5%. Die denken, das sind sie mehr. Und ich verstehe sowieso nicht, warum ihr mir so Romane schreibt. Ich kapiere das nicht. Ich antworte sowieso nicht. Ich kontrolliere das ja sowieso nicht. Meine Schüler machen das. Wenn du einen Roman schreibst, Spam, tschüss, weg. Wir lesen eure Romane nicht. Wenn ihr Vögel uns beleidigt, dann erwartet nicht von uns, dass wir einfach hier ruhig sind. Ihr könnt uns im Facebook beleidigen. Komm mal her, beleidigt mal Angesicht zu Angesicht. Das will ich mal sehen. Dass du mal durch die Tür reinkommst und zu mir ins Gesicht sagst, das, was du schreibst. Das ist eine andere Liga. Angesicht zu Angesicht oder in den Computer schreiben. Wenn ich im Krieg bin oder habe ich jetzt hier gepackt, okay, oder hier, ja, das ist okay, aber gegen Thai-Boxer, gegen richtigen Thai-Boxer, ihr seid nicht so gut wie ein Thai-Boxer. Der Thai-Boxer ist besser als sie im Thai-Boxen, der Box ist besser als sie im Boxen, MMA-Fight ist besser im MMA. Wenn du den ihr Spiel mitmachst, du hast dein eigenes System. Ich selber würde gegen Boxer nie boxen, ich bin ja nicht dumm. Weißt du, ich stelle mich jetzt in den Ring und boxe gegen ihn. Er ist besser als ich. Jeder hat seinen Bereich. Aber ob Thai-Boxer, ob Boxer oder die ganzen Leute, die trainieren nicht deswegen, dass sie jetzt rausgehen und sich schlagen. Jeder hat seine Vorlieben. Eine liebt Thai-Boxen, eine liebt MMA-Fight, eine liebt... Was gibt es noch? Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen. Jeder hat seine Sachen. Meine ist von Paul Wunak, Fundament, PFS. Und 2006 habe ich auf meine eigene Art weiterentwickelt. Und deswegen gegen Boxer nie boxen. Und die draußen, wo euch angreifen, die wo auf Boxer machen, 99% sind keine Boxer. Wir sagen halt immer Boxen, weil hier die meisten kommen ja so, keine Ahnung. Oder durcheinander.